Fight. Wir leben Wrestling. AEW kündigt mehrere Spiele an. Nur ein Jahr nach TV-Start beginnt AEW mit dem Aufbau eines eigenen Gaming-Zweiges. In einer Ankündigung gab man gestern bekannt, dass insgesamt 3 Spiele derzeit in Arbeit sind. Eines davon wird ein an das noch heute populäre WWF No Mercy angelehntes Konsolenspiel für die aktuelle und nächste Generation sein. AEW arbeitet dafür mit Yuke's zusammen und setzt bewusst auf eine Vermischung von Arcade und Simulation, womit man sich von den sehr simulationslastigen WWE-Spielen der letzten Jahre abgrenzen möchte. Das Studio produzierte viele ältere WWE-Spiele, zudem wird es 2 Mobile-Games geben, ein GM-Game sowie ein Casino-Spiel. Das Casino-Game soll noch diesen Winter erscheinen, die anderen Release-Daten sind noch nicht bekannt. Raw-Rating stagniert weiter. Die dieswöchige Raw-Episode erzielte ein Rating von 1,69 Millionen Zuschauern. Dies übertrifft das Rating der letzten Woche knapp. Die Zuschauerzahlen bleiben somit weiter auf einem schwachen Niveau. Braun Strowman mit Faceturn. Wie der PW Insider berichtet, plant WWE fortan mit Braun Strowman als Babyface bei Raw. So soll WWE versuchen, ihn während der aktuellen Shows still zu turnen. Strowman war erst vor wenigen Monaten bei SmackDown heel geturnt. No Way Jose for Comeback. Der frühere WWE-Superstar No Way Jose könnte vor einem Comeback bei WWE stehen. Wie Fightful.com berichtet, soll die Company Interesse daran haben, ihn erneut unter Vertrag zu nehmen. Ob das Interesse konkret wird, bleibt abzuwarten. WWE will Tributes to the Troops zurückbringen. Laut einem Bericht des PW Insiders wird WWE im Dezember das jährliche Tribute to the Troops Special zurück ins TV bringen. Die Show wird zu Ehren der Veteranen, die sich in den USA zum Dienst verpflichten, abgehalten. Das Event existiert seit 2003 und wurde bis zum letzten Jahr jährlich ausgestrahlt. Wenn ihr Lust auf coole Zusatzformate habt und Spotfight gleichzeitig unterstützen wollt, dann werdet jetzt Kanalmitglied. Liked gern dieses Video und schreibt uns eure Meinungen. Und wenn ihr euch außerdem für aktuelle Wrestling-Analysen interessiert, schaut gern mal drüben auf dem Spotfight-Podcast-Channel vorbei.